Also jetzt würde ich schon echt gerne wissen, was das hier so auf sich hat. Da fehlt mir einfach echt eine Menge Story, würde ich mal vermuten. Deswegen erstmal recht die Dinger hier lesen. So. Übersetzung eines Textes aus dem Ligra Sultaganta Buch der Könige. Ja, sagt das doch gleich. Verrat entspringt aus unserer dunkelsten Mitte, befeuert von Habgier. Denn ich wurde von den Deck getäuscht. Gen Norden reisten die Priester mit mir als Verbündete gegen die Kamaika und ihre skrupellose Vorgehensweise. Verheißungsvolle Worte sprachen sie, formten einen Plan für uns und pflanzten die Saat des Verlangens nach einem überstürzten Triumph. Sie sprachen von Wissen über die Machtquelle der Makiras im Reich der Dämonen. Eine riesige Seelenschmelze, in der die Unschuldigen dem Feuer im Austausch für die Essenz übergeben werden. Man versprach uns den Sieg mit der Zerstörung der Schmelze. Und Narren, die wir waren, nahe der ich war, schenkten wir ihren Lügen Glauben. Das war die Schmelze, das war doch im ersten Teil auch irgendwie, ne? Schon zu lange her. Auf Geheiß entsandten wir den Doomslayer und die Wächter der Nacht, um die Schmelze zu zerstören. Und die Priester beschworen ein Ausgangstor, als der letzte Veteran das Reich der Dämonen betrat, unsere letzte Hoffnung auf den Rückgewinn unseres Herrschaftsgebiets. Versiegelte ich Derg den Pfad und überließ sie ihrem Schicksal. Sie waren durch die Handlung von Verrätern im ewigen Nix gefangen. Wie konnte ich ihr Vorhaben nicht erkennen? Blendeten mich die Trauer über den Verlust von Taras Nabat, den Verlust meines Volkes? Wieder flohen wir und es blieb kaum eine Legion von Wächtern der Nacht, um uns zu beschützen. Fort sind die Derg zurück unter den Schwingen ihrer Herren. Mögen wir die Geister für mein Versagen vergeben. Mögen wir die Geister vergeben. Okay. Sieht also ein bisschen alterlich aus, aber ist auch so ein bisschen modern da, ne? Da fliegen irgendwelche Halbpyren oder sowas. Sieht zumindest von Weitem so aus. Zack. Das ist so eine Harpyre. Gargoyle, okay. Die verwandten Imps ist der Gargoyle ein flinker, unbitterlicher Rudeljäger. Ah, okay, dann scheint noch mehr zu sein. Als ursprünglicher Bewohner der Wächterwelt plagte er jahrhundertelang die Wächter. Er ist einer der wenigen Dämonen, die fähig waren, das Verteidigungsbollwerk von Sentinel Prime zu überwinden, wodurch der Gargoyle ohne Vorwarnung auftauchten, sich unglückselige Bewohner griffen und mit ihnen im Ödland verschwinden konnte. Nur den besten Scharfschützen der Wächter der Nacht war es möglich, dieser Bedrohung aus der Luft Einhalt zu gebieten. Dieser Gefahr, die ein immer wachsames Auge entlang der Grenzen der Stadt forderten. Hopp. Verdammt. Verdammt, ey. Komm ich nicht hin. Ich muss den Dicken da irgendwie. Ich hab noch keine Granate. Schon wieder keine Gesundheit. Ja, Rüstung. Ja, jetzt haben wir ihn. So. Baue den Himmelsucher wieder auf. Alter, wo kommst du denn her? Krasses Vieh. Da hatte ich ja keine andere Idee als den einfach. Ja, so zu sägen halt, ne? Was ist das da für ein Ding?
Also so ein Handschuh, so ein. Bäm, ich hau dir einen auf die Nuss wahrscheinlich. Aber ein bisschen groß der Handschuh. Blutschlag erhalten. Achso, das ist Blutschlag. Okay. Blutschlag ist ein Nahkampfangriff, der zusätzlich Schaden zufügt. Glory Kills führen den Blutschlaganzeiger auf. Drücke R3, um ihn auszuführen. Okay. Woran sehe ich das? Also wahrscheinlich an der Anzeige da oben. Oder auch nicht. Ah! So, da ist ein Level Up. Wie komme ich da jetzt dran? Also hier sehe ich keine Lücke. Nirgendwo ist da eine Lücke drin. Da ist noch irgendwas anderes. Ich wette, ich darf mich davon nicht treffen lassen. So, Gargoyle erledigt. Den auch erledigt. Ja, verdammt. So. Was haben wir jetzt hier? Runen. Runen verstärken deine Fähigkeit oder aktivieren neue. Deine Runenplätze sind begrenzt, also wähle die Runen, die du deinem Spiel, also du deinem Stil, Spielstil passen. Meine Güte. Also, du fügst Glory Kill schneller aus. Erziele einen Glory Kill aus noch größerer Entfernung. Du erlangst durch einen Glory Kill einen Tempo-Boost. Überlebe einen tödlichen Treffer und verlangsame die Zeit kurzzeitig. Verlängert die Benommenheit von Gegnern. Erhöht deutlich die Bewegungskontrolle in der Luft. Halte L2 in der Luft, um die Zeit kurzzeitig zu verlangsamen. Wenn die Rune komplett aufgebaut ist, musst du warten, bis sie wieder aufgeladen ist. Gegner, die mit oder unter Einfluss der Spezialwaffen getötet werden, senken die Aufladezeit. Von der Blutschlag-Schockwelle getötete Gegner entlassen Gesundheit. Das ist gut, das nehmen wir. Schon eher hier. Runenausrüstung-Tutorial. Dies ist der Reiter-Runen des Dosiers. Hier werden die erworbenen Runen angezeigt. Rüste sie aus, indem du die verfügbaren Plätze einsetzt. Ja. Findest du mehr Runen, dann schaltest du mehr Runenplätze frei. Okay. Okay, okay, okay. Klingt schon mal gut. Ich weiß aber immer noch nicht, wo, wie ich an das... Ah, hier wahrscheinlich. Da komme ich an das extra Leben. Haha. Ist da vielleicht auch noch irgendwo ein Figürchen? Aber wir nicht mal so ein Fragezeichen gesehen haben, ne? Okay. Da haben wir Dicke. Weil es ein bisschen Munitionsverschwendung wäre. Hat da gerade wieder einer gesprochen. W
Was leuchtet da? Okay, können wir nicht kaputt machen. Hallo? Sesam, öffne dich oder sowas? Bams. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Da ist doch bestimmt auch irgendwas Schönes hinter. Gut, nehmen wir mal die Shotgun, weil wir gerade so ein bisschen Munition weggeschossen haben. Das sieht schon so ein bisschen zu viel Rüstung aus. Also ist bestimmt hier gleich große Action angesagt. Ja, wie komme ich da nur drauf? Ah, da. Komm, wir den kaputt machen. Zack. So, schon mal wenig Munition wieder. Das ist wieder klar. Zack, zack. Ja, toll. Fehlt jetzt nur noch diese eine da? Tag. Okay, war anscheinend erstmal egal. Hep, hep. Hat er den jetzt? Jetzt hat er auf jeden Fall. Und Bams! Achso, ich dachte, der zerquetschen, die ist an die. An die Wand. An der Wand. Bam. So, schön schlucken. Hä? Das war eigentlich jetzt gar nicht mein Plan. Für den Dick muss ich erstmal wieder warten. Hep, falla. Munition, Kettensäge, Leben. Bums. Den kann man schon mal killen. Ah, Granate ist ready. Tut mir ja nicht leid. Da haben wir Rüstung. Mann! Warum kriege ich das Ding nicht kaputt? Jetzt haben wir es kaputt. Da. Irgendeiner hilft mich wieder von hinten. Waffenpunkt freigeschaltet. Okay, ich keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber anscheinend, indem ich einfach damit rumgeballert habe. Schieße alle Bewegungen in der Mission für Waffenpunkte ab. Nee, doch, das ist doch ein L. Schieße. Die Anzeige für dämonische Verderbtheit zeigt die erhaltenen Punkte an. Jede Mission vergibt 10 Waffenpunkte. Gib Waffenpunkte im Bereich Arsenal im Dossier aus, um deine Waffenmodus zu verbessern. Ja. Dies ist der Reiter Arsenal Dossier. Das ist so viel, ey. Da blicke ich gar nicht mehr durch, was du alles machen kannst. Hier kannst du deine Waffenmodus verbessern, dein Waffenrad anpassen und deine Waffe im individuellen Skins ausstatten. Ja gut, individuelle Skins sind mir ja egal. Die Verbesserung der Waffenmod gehst du in zu deiner Waffe mit freigeschalteten Mod und wählst sie aus, um die verfügbare Verbesserung zu sehen. Shotgun-Mod mit erhöhter Reichweite. Die Explosion kann mehrere Dämonen gleichzeitig Schaden trifft. Okay.
Fünfter. Schieße 5 Haftbomben ab, bevor du nachladen musst. Also hier kann ich gar nicht. So, Beweglichkeit. Schneller Lader. Bewegungstempo und Positionsmodus. Okay. Ach stimmt, das ist ja dann nur für das. Haftbomben Nachladegeschwindigkeit 20%. Haftbomben Explosionsgröße. Nehme ich das. Waffenmodus Verbesserung Tutorial. Du hast Waffenmodus Verbesserung erhalten. Sammel alle Verbesserungen für eine Waffenmeisterschaftsherausforderung. Wird diese Gameplay-Herausforderung abgeschlossen, wird die volle Macht der Waffe freigeschaltet. Mehr zum Thema Waffenmeisterschaften ist du und du sie. Okay. Gut. Haben wir das ja. Nehmen wir erstmal wieder die Waffe. Hier noch Munition rumliegt. Kann man schon so ein bisschen mal hin und her springen hier, ne? Was ist denn hier? Okay, das war einfach nur jetzt von dem Musikgesang. Ah, da ist noch Rüstung. Da ist nichts. Hier auch nicht. Oder dann gehen wir mal hier hin, wo wir hin sollen. Da ist auch wieder irgendwie was. Frage, wie kommen wir da hin? Setze Kettensäge ein, bevor die Mission ausgeht. Kommen wir denn da hingesprungen? Ist ja viel zu weit weg. Weil das ist bestimmt irgendwas, also... Wenn ich da hochkomme oder so? Zack. Zack. So, hier gibt es auf jeden Fall so ein bisschen rumgejumpe. Aber es scheint alles nur der normale Weg zu sein. Hier geht's aber noch schon drauf. Ne, okay, da geht's nicht rauf. Also ist doch irgendwo noch irgendwie was Verstecktes geben. Wo wir denn da hinten hinkommen? Also da irgendwo. Das hier ist ja der normale Weg, wenn ich das richtig sehe. So. Haben wir eine Menge eigene also Statuen gemacht. Ach, da kommen wir jetzt wohl hin. Okay. So, der Wolf. Ah ja. Vega-Dateneintrag. Agenta-Legenden ranken sich um Wächterbestien, loyale Kreaturen, die kampfgestellte Krieger zur Seite standen. Sie waren oft größer, schneller und stärker als der Rest ihrer Sippe und sie teilten sich Instinkt mit ihren Herren und verteidigten sie in der Schlacht. Die Wächter der Nacht haben den Ursprung dieser Kreaturen nie preisgegeben, denn nur sie waren ihr würdig. Gut. Und Fifi wäre schon nicht verkehrt. Also das ist das Portal, von wo wir gekommen sind, ne? Oder? Da ist ja... Da leuchtet was blau. Was kann es? Es leuchtet blau. Geiles Zitat. Von... Rambo 3.